Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Samuel Jackson von Android TV und ihr seht es schon ganz genau richtig hier. Ich bin auf dem Asus Stand bzw. auf der Asus Pressekonferenz, wo man uns wie erwartet die ZenWatch 3 vorgestellt hat. Asus seine erste runde Android Wear Uhr. Bis dato waren es ja immer eckige gewesen. Bis dato hat man auch immer einen sehr starken Fokus auf das dünne Gehäuse gelegt. Das macht man eigentlich im Grunde genommen bei dieser Uhr auch wieder. Ist natürlich nicht ganz so dünn geworden wie bei dem Vorgänger der Asus ZenWatch 2. Trotzdem mit 9,95 mm an der dünnsten Stelle kann man schon davon ausgehen, dass die relativ dünn ist. Ich habe hier gerade mal, wie es der Zufall will, noch eine andere Android Wear Uhr und da sieht man natürlich schon sehr, sehr deutlich, wie dünn die Uhr tatsächlich ist. Aber gehen wir erstmal relativ oberflächlich über die Uhr rüber, damit wir mal so die wichtigsten Fakten angesprochen haben. Wir haben also hier ein 1,39 Zoll großes, ich habe es eingangs schon erwähnt, rundes Display und zwar aus Corning Gorilla Glass 3 und die Auflösung des Displays sind 400x400 Pixel und es ist kein OLED, sondern ein AMOLED-Display mit 287 ppi. Ich komme mal noch ein bisschen ran, es reflektiert sich hier so ein bisschen das Licht an der Decke, die Fensterluken. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem halbwegs sehen. Sehr schön zu erkennen auch diese farbige, ja, ich nenne sie jetzt mal Lünette. Sie hat keine Funktion, aber sie ist halt farbig abgesondert von dem restlichen Gehäuse, was im Übrigen ein Edelstahlgehäuse ist, und zwar ein 316L Edelstahlgehäuse, was halt eine besondere Härte mit sich bringt. Wir sehen jetzt hier schon das Gunmetal Grey, das habe ich glaube ich schon mal so irgendwo gehört, den Farbton, aber wie dem auch sei, so nennt ihn Asus bei der ZenWatch 3. Gunmetal Grey gibt es also, haben wir hier gerade vor uns. Dann gibt es noch ein Rose Gold, habe ich auch irgendwo schon mal gehört. Könnt euch also schon vorstellen, wie denn das Gehäuse aussieht. Und es gibt ein ganz normal Silver, also Silver Edition. Was natürlich extrem gerade auffällt, sind die drei Buttons hier. Da kommen wir mal ein bisschen näher, weil die wirklich sehr schön verarbeitet sind, wie ihr hier sehen könnt. Die Uhr hat, wie ihr gerade schon auf der Rückseite gesehen habt, keinen Herzfrequenzsensor, kommt also ohne dem aus, kommt auch ohne GPS aus und dadurch natürlich auch könnte man dieses flache Gehäuse mehr oder weniger auch realisieren. Wir haben hier erstmal nur in Anführungsstrichen Android Wear 1.5 drauf. Wir können ja mal kurz gucken, ob wir das vielleicht so auf die Schnelle auch finden. Ich habe die Uhr jetzt hier gerade da selber das erste Mal in der Hand. Wir schauen mal, inwieweit wir hier tatsächlich in die Einstellungen reinkommen. Das kommt uns alles soweit erstmal bekannt vor. eSIM-Modul natürlich nicht, ist klar. Info, so, da könnten wir nochmal gerade reingucken. Interessant wäre vielleicht noch, da wir hier erstmal auf der Pressevorstellung keine technischen Daten weiter benannt bekommen haben. Zum Beispiel Akku würde mich mal interessieren, wie groß der Akku ist. Ne, hier steht auch das Betriebssystem gerade nicht drin, oder habt ihr es gesehen? Bildnummer? Ne. Weiß jemand die Akkuzahl? Ich frage hier gerade mal. 340 mA, guck mal, also da haben wir auch die entsprechende Akkuzahl auch noch nachgeliefert bekommen, da die, wie gesagt, da nicht gesagt wurde. Ansonsten weiß ich aus dem Kopf allerdings, dass hier schon ein Qualcomm-Prozessor verbaut ist, nämlich einen Snapdragon Wear 2100. Das ist von Qualcomm spezielle CPU für Wearable Devices, die ist also hier schon drin. Speichermäßig sind wir mit 4 GB unterwegs und 512 MB. Und ich frage gerade nochmal den netten Asus-Mann. Entschuldigung, ich habe nochmal eine Frage. Lautsprecher verbaut? Ja. Ja, Lautsprecher ist drin. Und Vibration auch? Vibrationssensor guckt man sich gerade fraglich an. Aber man vermutet wahrscheinlich schon. Wenn nicht, reiche ich das nochmal nach. Ich habe es ja vibrieren gespürt. Ja, also der Kollege sagt gerade, er hat sie schon vibriert. Gespürt, also vibrierend gespürt, oh, das ist aber ein Zungenbrecher, also auch der ist verbaut, alles klar. Wie wir hier gerade gesehen können, kann man übrigens die Armbänder auswechseln, natürlich proprietär, also nicht so ein Standardarmband, wie man es beim Uhrmacher vielleicht zu kaufen kriegt, aber wir haben hier jetzt gerade so ein Silikonarmband, die sind natürlich auch entsprechend hautfreundlich, weil das ist natürlich wichtig, gerade wenn man darunter schwitzt im Sommer oder ähnliches.
Wir kommen gerade noch zu den Preisen. Die Uhr hier kostet jetzt mit dem Kunststoff- bzw. Silikonarmband 229 Euro. Und dann gibt es sie noch mit italienischen handgenähten Lederarmband. Da kostet die dann 249 Euro, vermutlich ab Anfang Oktober. Ja, was interessiert uns noch? Es gibt ein kleines Ladepad, das ist nicht induktiv. Wir sehen hier die kleinen vier Pins. Also das Ladepad soll nochmal besonders schnell aufladen. Hat man uns jetzt hier gerade bei der Pressekonferenz gesagt. Es gibt auch noch zusätzlich so einen externen Lader, sag ich mal. Das ist so ein kleiner Akku-Button, der die Uhr nochmal bis zu 40% aufladen kann. Habe ich hier jetzt leider nicht vorzuliegen, aber auch da weiß man noch keinen Preis. Ist auch nicht serienmäßig dabei, falls euch das irgendjemand von einem anderen Blog sagen sollte. Vielleicht noch ganz witzig, die Buttons hier, die ihr hier seht, die drei Stück, da ist der mittlere ganz normal, der geht dann also in Home rüber, denke ich mal, genau. Der oben, der lässt sich programmieren, ihr seht es gerade hier, da kann man also draufsetzen, was man möchte, eine andere App oder Lauftraining oder sonst irgendwas. Und der untere Button, ich versuche es mal gerade noch, was da passiert, okay, da geht er anscheinend in den Wecker über. Vielleicht kann man das auch belegen. Das müsste man vielleicht nochmal separat entsprechend sich anschauen. Wir gehen nochmal ganz kurz in die Watchfaces rein. Da sollen ab Werk aus 50 Watchfaces vorinstalliert sein. Nicht auf der Uhr gleich, sondern mit der App, die es inzwischen dazu gibt, die ZenWatch. Nee, ich habe den Namen nicht gerade parat. Aber es gibt halt eine spezielle App zu dieser Uhr noch zusätzlich dazu. Da sind gleich 50 Watchfaces dabei. Da kann man sich allerdings auch sein eigenes Watchface gestalten. Also ganz interessant. Teilweise auch mit Widgets dabei, habe ich hier gerade gesehen. Das hier zum Beispiel, sodass man da also vielleicht auch noch gleich, wenn man da mal drauf drückt, in die Fitnessanwendung kommt. Seht ihr jetzt hier gerade. Also auch das schon sehr umfangreich. Ja, ich hoffe, ich habe euch erstmal soweit alle Fragen zu der ZenWatch 3 beantwortet. Wenn noch Fragen sind, schreibt es einfach runter in die Kommentare. Ansonsten war es das erstmal hier von unserem IFA-Stand bzw. von der IFA-Pressekonferenz von Asus mit der ZenWatch 3. Euer Matt Jackson von Android TV. Bis dahin, tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.